Wir bewässern erstmal wieder alle. Wie reicht das auf 1, glaube ich? Die können wir nochmal auf 3 machen. Er braucht doch gar nicht so viel. Komm, gib mal was her. Treibt man nicht mit dem Essen hier. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Tofu? Kann ich den hier einsetzen? Nee. Na gut. Ich brauche noch mal Honig. Zweimal Gelee ist nicht schlecht. Auf jeden Fall.
Okay. Warum fehlt eigentlich Zeug? Da ist voll mit 100 und da 27. Habe ich da irgendwie aufgefüllt oder was? Upsala. Die sind voll, die sind voll. Jäger, Fels und Mietz, Knall und Rad. Oh, Rad brauchen wir ganz viel wieder. Okay. Ja. Jäger und Honig brauchen wir, ne? Was vor 50? Ja, komm mal. Honigjäger. Ja, wegen ein paar Dingern mache ich da jetzt nichts. Ja, Knall und Rad könnten wir noch machen. So wie Mietz und Fels. Mietz, Fels, Knall und Rad. Oh ja. Thank you.
Nee, nicht verkaufen. Einlagern. Also mal raushauen. Verkaufen wir hier oben noch. Aber komischerweise, wo ich 5 drin hatte, haben die nur dreimal was ausgeschissen. Jetzt, wo 4 drin sind, haben sie 4-mal was ausgeschissen. Also habe ich das Gefühl, dass eine Vierer-Truppe irgendwie besser ist als eine Fünfer. Das E-Put war. Sehen nur 4 Glatzen, ja. Ich sehe hier 4 Glatzen. Und hier 4 Glatzen, da auch 4 Glatzen. Okay. Also 2 sind mir anscheinend schon kaputt gegangen, ist aber auch okay. 2 könnte ich theoretisch noch holen. Chicken McNuggets. Okay, das ist noch voll, ne? Da sind wir definitiv voll.
Honig. Ich bräuchte mehr Honig. Oh, noch mehr Tofu. Machen wir. Ach so. Das ist schon dieselbe Karte. Säbelplot. Ah ja. Nahrung, Fleisch. Warum muss es jetzt eigentlich Nacht sein? Was denn hier? Bestimmt eine richtig coole Route oder so, die man lang laufen kann. Ah, hier sind wir wieder, okay.
Kommen die jetzt eigentlich schon wieder her? Mal runter! Ja, sollen wir lieber aufladen, die Energie. Brauche ich bestimmt gleich. Da ist ja auch noch was. Ja. Blumz. Hier noch ein Ausgang. Ein guter Durchschnitt sind so 30, wa? Bin ich ganz gut dabei.
die war gefährlich. Aber ich habe da, glaube ich, was gesehen. Mal gucken. Obwohl das Wasser so aussieht, als wenn man da hin könnte, ne? Okay. Ich glaube, das war's. Mehr ist hier nicht. Vielleicht noch ein hier unten. Nee, hier unten ist nix. 36 Stück. Ist doch okay, oder? Ich würde sagen, es lief gut. So häufig machen, wie man will, oder was? Really?
nicht runtergefallen. Ich drücke mal die falsche Taste. Mein Finger wird immer so schwer. Vor könnte man noch 22 Rinden knallen. Jäger 39. Ja. Mann, wie bitter ist Honig? Sehr schön. What? Ganz viel Rad, sehe ich gerade. Ganz viel Rad und Miets. Es wird nicht klappen. Was brauche ich eigentlich an Kohle für den nächsten Rang? 150.000 für eine Abgrundspumpe. Okay. Wie viel brauchen wir denn noch? Oh, 43 nur noch. Gut. Das hätte die natürlich schon einsaugen können, ne? Ist ja klar. Okay.
Komme ich bis nach oben? Natürlich nicht. Jetzt schon. Ich will nur meinen Sorgen, ey. Der wollte gerade explodieren, ey. Yeah.
Jetzt hingejumpt, sag mal. Jetzt will ich aber auch nicht entscheiden, wa? Wer wen essen will. Hat der Pilz auch, ja? Gerade richtig gesehen? Komm, wackeln nochmal. Mehr als 150 geht nicht.
50 ist Max. Komme ich jetzt hier wieder raus, da hinten, ne? Hallo Beatrix, schön dich wiederzusehen. Die vielen Meldungen, die du gesammelt hast, wir waren äußerst erleuchtend. Mit deiner Hilfe habe ich den Ursprung der Slimes isolieren können und habe eine Fehlerbehebung fertiggestellt, um sie zu entfernen, damit ich mit meiner Arbeit in der Simulation fortfahren kann. Aber zuerst muss ich dir etwas sagen. Ich habe festgestellt, dass die Simulation, die ich für deine Leistung in diesem Projekt laufen hatte, keineswegs falsch ist. Obwohl sie scheinbar falsche Resultate vorhergesagt hat, haben ihre essentiellen Daten gefehlt, dass das Universum dich überraschen kann. Bis ich deine Bereitschaft, mir zu helfen, beobachtet habe, einem Fremden im Grunde und dann deine Beharrlichkeit innerhalb der Simulation, dachte ich, dass Menschen und ihre Fähigkeiten viel vorhersagbarer seien. Aber du hast mir gezeigt, dass alle Daten dieser Welt dem Funken in den Menschen nicht gerecht werden können, der sie motiviert. Und das bedeutet nicht, dass der Versuch, Vorhersagen zu treffen und dadurch wissenschaftliche Methoden zu lernen, es nicht wert wäre, verfolgt zu werden. Ganz im Gegenteil sogar. Aber es ist wichtig, dass ich daran denke, dass das Unerwartete immer noch einen Wert hat. Ich bereue, dass ich das bisher nicht erkannt habe. Hätte ich Beziehungen nicht simuliert und es ihnen einfach erlaubt, mich zu überraschen, dann hätte ich in meinem Leben vielleicht zu viel mehr Menschen eine Verbindung aufgebaut. Angesichts dessen hoffe ich, dass wir weiter Kontakt halten und um dies zu ermutigen, übergebe ich meine Werkstatt in deinen Besitz. Außerdem habe ich beschlossen, den Bug, der die Störslimes entstehen hat lassen, nicht zu beheben. Es scheint mir, dass dieses äußerst unerwartete Ergebnis es wert ist, zu erhalten, es zu studieren. Also sehen wir mal, wohin das führt. Wer weiß, obwohl meine Simulation keine perfekte Kopie der fernen Fernweite ist, hat sie ihre eigenen Vorzüge, weil sie so anders ist. In diesem Sinne ist das eine sehr aufregende Entdeckung. Also bitte sammle weiterhin Fehlermeldungen, damit ich weiter Störslimes erforschen kann. Und ich werde fortfahren, dir mannigfach Würfel für deine Anstrengungen zu geben. Aber trotzdem könnten wir ab und an vielleicht einfach nur ein wenig plaudern. Du kannst das Thema auswählen. Ich denke, das würde mir sehr gefallen.
Das ist ein echter Baum, nee, ne? Guck mal, hier kannst du sogar Fitzis hinhauen. Achso, okay. Echt jetzt? Also von denen kriege ich anscheinend nichts mehr. Wir haben ja immerhin schon mal die bessere Drohne gekriegt, ne? Wie viel haben wir?